Nachdem ich in Hamburg einen postkolonialen Rundgang gemacht habe, wirkt das alles so weit weg und so, okay, es ist jetzt die Vergangenheit. Ich dachte, wie könnte man dann diese Teil der Geschichte in die Gegenwart bringen und das zu verbinden und nicht nur mit Tanz, sondern auch mit den Gedanken, Statements und eigene Meinung der Tänzer. Guten Tag, ich bin Yolanda Gutierrez und bin die Choreografin von Urban Bodies Project. Wir werden auf die Stadt mit anderen Augen blicken. Gebäude sind nicht nur Gebäude. Straßen und Orte sind nicht nur da, um passiert zu werden. Sie alle erzählen eine Geschichte und heute werden wir Ihnen einige davon erzählen. Ich bin Selina Koch und ich arbeite hier in Stuttgart als freischaffende Tänzerin. Und ich bin Teil von Urban Bodies Project. Wir nähern uns jetzt dem Haus der Wirtschaft. Gebaut wurde das imposante Gebäude im Zentrum Stuttgarts von 1889 bis 1896. 5 Jahre vor Baubeginn dieses prachtvollen Bauwerks fand die Kongo-Konferenz statt. Die Vertreter von 13 europäischen Staaten sowie der USA und des Osmanischen Reiches berieten über das künftige Vorgehen auf dem afrikanischen Kontinent. Afrikaner nahmen an dieser Konferenz nicht teil. Zum einen kann man sich so sehr leicht von dieser Wucht so erschlagen lassen, auch von dieser Größe einfach. Der Körper kann das dann irgendwie schon so automatisch so aushandeln. Also zum einen verbinde ich damit so sehr stark auch so ein Empowerment und so ein, wie verhält sich auch mein Körper so zu diesem Haus. Einerseits von dieser Wucht erschlagen zu werden und andererseits eben auch so, sich beinahe schon so aufzubäumen. Die Berliner Kongo-Konferenz von 1884 bis 1885 steht aber nicht nur für die Aufteilung Afrikas. Sie ist vielmehr ein Ereignis von hohem symbolischen Charakter. Hier wurde die Grundlage für das komplexe und unübersichtliche Erbe des Kolonialismus geschaffen. Hier wurden Prozesse in Gang gesetzt, deren Nachwirkungen bis heute die postkolonialen Staaten Afrikas prägen. Ich bin Carmen Scarano, ich lebe hier in Stuttgart und ich bin jetzt hier Performerin bei Urban Bodies, bei dem Projekt von der irritierten Stadt. Meine Mama kommt aus Deutschland, mein Papa aus Zimbabwe. Und dann ich so mittendrin, ein Arm da, ein Arm da.
Es waren die Rohstoffe und die Ausbeutung der Menschen in den Kolonien, mit denen die politisch und wirtschaftlich führenden Nationen ihren wirtschaftlichen Erfolg über Jahrhunderte hinweg sichern sollten. Wir haben halt herausgefunden, dass dieses Thema in der Schule gar nicht behandelt wird. Also es irgendwie ausgeklammert wird oder wenn, dann wird es nur von einer Sichtweise erzählt und dann ist es ja einseitig. Und das hat mir so auch die Augen geöffnet, zu sehen, dass Geschichten immer zwei oder drei oder vier Seiten haben und es wäre schön, wenn man die doch ganzheitlich beleuchtet. Dieser Vergangenheit auch von Europa gehört eben auch die Kolonialgeschichte, die koloniale Vergangenheit. Und ich finde, wenn man diese anerkennt und wenn man sich selbst erkennt, sich selbst in die Augen blicken kann und auch das Sichtfeld erweitert, indem man sich selbst sieht, dann bedeutet das auch, dass man das so annehmen kann, wie es passiert ist und sich selbst in die Augen sehen kann. Und damit meine ich nicht, dass man sich schuldig bekennt, sondern damit meine ich nur, dass man sich selbst betrachten kann und das sehen kann, was in der Vergangenheit war und auch sehen kann, was das mit den Menschen gemacht hat und was man daraus mit in die Zukunft nehmen kann. Neben Dresden, Berlin, Köln, Magdeburg, Leipzig und Hamburg wurde Stuttgart in dieser Zeit rasch zu einem Zentrum der Schokoladenindustrie. Zu dieser Entwicklung trug wesentlich Jesko von Puttkamer bei. Im Buch »Der gute Deutsche« von Christian Bomarius wird von Puttkamer als rücksichtsloser Ausbeuter beschrieben. Das zu erreichende ruhmvolle Ziel seiner Arbeit hat Puttkamer von Anfang an vor Augen. Die militärische Niederwerfung des gesamten Kamerun, die wirtschaftliche Ausbeutung durch deutsche Unternehmen, die Unterwerfung der Afrikaner und ihre Umerziehung zu Arbeitermaterial. Mein Name ist Martina Gunkel, ich bin geboren in der Umgebung von Stuttgart und ich bin Tänzerin. Wir nehmen die Rohstoffe von einem anderen Kontinent und verkaufen sie so billig und so auch unreflektiert. Ich finde es einfach unreflektiert. Dem Produkt wird nicht mehr das zugesprochen, was ihm zugesprochen werden sollte. Überall ist Kakao drin. Ich bin Jai Nestor Gai. Ich komme ursprünglich aus der Elfenbeinküste. Ich bin Choreograf, Tänzer und Tanzpädagoge und lebe seit 2009 in Stuttgart. Zu merken, wo genau so seine Füße eintreten, wenn er jetzt mal durch die Stadt läuft. Solche Dinge zu wissen und zu sehen, wo man läuft. Es ist eigentlich, wenn man in einem Film ist, einfach durch die Straße läuft und merkt, dass man auf dem Wasser läuft. Das leuchtet und sieht man genau unsere Stadt ganz anders. Und das fand ich wirklich besonders, nachdem alle Informationen, die wir bekommen haben, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, es ist ein total anderes Gefühl. Und ich entdecke meine Stadt anders. Und dass ich jetzt in Stuttgart bin, tatsächlich mit der irritierten Stadt, ist das eine großartige Erfahrung, weil ich dachte, ach, da findet man vielleicht nicht so viel. Und ich bin gekommen, ich habe wirklich, wie schon gesagt, diese Detektivarbeit gemacht, aber dann auf einmal
kam es so viel hoch und ich war total erstaunt, wie viel auch Baden-Württemberg und Württemberg damals mit dieser Kolonialzeit zu tun hatte. Und das war tatsächlich auch für die Tänzer neu. Und ich glaube, für viele Leute, die da auch in dem Walk, in diesem Rundgang mitgemacht haben, auch neu.